Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Taora Survival. Und ja, wie ihr bereits auch schon am Namen des Spiels erkennen könnt, handelt es sich hier bei Taora Survival um ein Survival-Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in das Spiel rein. Los geht's! So, da sind wir auch schon drin. Und wir müssen jetzt erstmal eine Waffe finden. Dafür gehen wir einmal hier hinten in das Depot rein. Das öffnen wir hier einmal. So. Die Axt kommt erstmal mit mir mit. Und Moment, wir nehmen einmal alles hier mit. So. Nichts bleibt da drin zurück. Perfekt. Jetzt geht's erstmal mit der Axt zu ein paar Bäumen. Ja. Moment, ich will mal ganz kurz hier reingehen. Das hier runter, so. Und ich bin bereit. Was haben wir hier? Einen Stein. Den nehmen wir mal mit. Hier haben wir etwas zu essen. Das brauchen wir natürlich auch immer. Und hier haben wir jetzt den ersten Baum. Komm her. So. Sehr schön. Blätter und Baumstämme haben wir jetzt bekommen. Hier könnte ich mir dann gleich mal noch ein bisschen Gestein holen. Aber jetzt erstmal so für den Anfang kümmern wir uns nur um ein paar Baumstämme. So. Los. Her damit. Und ich ändere mal nochmal ganz fix etwas hier an den Audioeinstellungen. So. Eigentlich hatte ich die eben schon mal angepasst, aber irgendwie hatte es das nicht gespeichert. So. Gut. Jetzt bist du noch dran. Und du hier drüben auch noch. Dann haben wir die 30 Baumstämme zusammen. Bam. Jawohl, Mission erfüllt. Das hat auch sehr gut Erfahrungspunkte gerade gegeben. Oh, und davor können wir gar nicht gehen, sehe ich gerade. Dort sind Infizierte. Wenn wir mal so gucken. Ja, und nicht gerade wenige, sondern ganz schön viele. Dementsprechend holen wir uns hier nur noch ein paar Bäumchen und danach geht's schnell zurück zu unserem Lager. Ist dann jetzt genug. Jetzt rüste ich mal ganz kurz hier die Spitzhacke aus und mit der holen wir dann jetzt auch mal noch ein paar Steine. Weil die werden wir bestimmt dann gleich auch gebrauchen können. So. Hier gibt es auch noch mal was zu futtern. Jetzt kommt mal mit uns mit. So. Hey, der Stein ist auch noch meine. Und rein hier. Und hier kommt jetzt eine Werkstatt hin. So, verwalten, bauen, sehr schön. Werkstatt steht. Dafür gibt es auch nochmal Erfahrungspunkte und so. So, wunderbar. Jetzt gehen wir mal hier ran. Was kann ich denn hier machen? Okay, Holzplanken. Gut, davon machen wir mal direkt 15 Stück. Dann machen wir mal hier noch ein paar Ziegel. Obwohl, ein bisschen Stoff machen wir erstmal noch mit. So, wunderbar. Einen Bogen könnte ich eigentlich auch noch mitmachen direkt. Und das soll ich auch machen. Gut, mache ich das mal. Und jetzt soll ich auf die Jagd gehen, alles klar. Und ich sehe gerade, wir
Wir haben jetzt auch einen Fertigkeitspunkt bekommen. Da gucken wir mal direkt hier rein. So, Fähigkeiten. Jetzt verbessern wir uns mal. Wir holen uns erstmal ein bisschen mehr Gesundheit. Dann holen wir uns... Was haben wir hier? Tarnung. Ja. Na, nehmen wir das eher. Inventargröße ist, denke ich, wesentlich wichtiger. Gut. Hier kann ich mich auch nochmal ein bisschen erhöhen. So. Sehr gut. Was gefuttert habe ich jetzt auch mal noch. Und jetzt geht's auf die Jagd. Mal sehen, wo wir hier direkt mal ein Reh haben. Eben hatten wir ja eins gesehen. Da hinten. Gut. Wir machen uns schon mal bereit. Ja, ein bisschen näher werde ich noch. Moment. Komm. Feuer! Ja, der Treffer war halt irgendwie jetzt richtig schlecht. Muss man einfach ganz ehrlich mal sagen. Da wundert es mich nicht, dass das Reh es noch schafft, wegzurennen. Aber Moment. Jawohl. Bleib stehen. Komm, 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 komm. Und Feuer. Nochmal. Sehr gut. Das hätten wir. Jetzt einmal plündern. Ziel geschafft. Ich will mir aber mal noch den hier holen. So, komm her, mein Lieber. Ey, bleib stehen! Hörst du? Bleib stehen. So, jawohl. Noch ein Stückchen jetzt ihn nochmal verfolgen. Und danach war es das aber auch, dann denke ich. Jetzt. Voila. Jetzt rüste ich einmal meine Axt hier unten nochmal aus und dann hole ich mir jetzt gleich nochmal ein bisschen Holz. Ja, und ich habe mich jetzt schon zweimal verdrückt. Ich drücke gerade jedes Mal hier auf E und dann trinke ich damit was. Obwohl ich nicht mal was trinken wollte. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung hier gewöhnen. So. Jawohl. Den Baum hier holen wir uns noch und danach geht's zurück. Sehr schön. Jetzt ist das Lagerfeuer dran. Was kann man denn eigentlich hier draußen bauen? Fahrzeuganpassungen. Oh, okay. Es gibt also auch Fahrzeuge hier in dem Spiel. Gut zu wissen. So, jetzt machen wir mal ein paar Planken hier direkt noch. Und... Feuer, Feuer, Feuer. Hier ist es. So, wunderbar. Das müsste jetzt hier sein, ja. Mal sehen, wo ich das jetzt einfach mal platziere. Ich denke einfach mal hier so. So. Wieder eine Aufgabe geschafft. Jetzt soll ich noch ein paar Bretter herstellen. Und jetzt ist als nächstes der Wassersammler dran, okay? Und mal sehen, wann wir fertig sind hier. Mit diesen Anfangsmissionen, weil die scheinen mir gerade alle noch so ein bisschen wie ein Tutorial. So. Gehen wir mal hier ran.
Ah, Moment, okay, jetzt soll ich Altmetall holen. Gut, dann rüste ich mal das hier aus. Und hier könnte ich ein bisschen was einlagern. Aber ich denke, wir bleiben jetzt erstmal so, wie wir sind. Ja, und ich hätte gerne eine Schusswaffe. Das wäre wirklich toll. Also klar, ich habe einen Bogen, ja, aber ich hätte eigentlich lieber gerade sowas wie, ja, ein Sturmgewehr. Aber gut, ich mache jetzt mal noch einen Baseballschläger mir, damit ich einfach noch was habe für den Nahkampf. Und dann kann es jetzt losgehen. Weil auf jeden Fall werden dort vorne Gegner sein. Da ist es auf jeden Fall jetzt nicht schlecht, wenn ich hier den Basie in der Hand habe. Und was ich auf jeden Fall mal anmerken muss, was ich mir wünschen würde für das Spiel in Zukunft, ist ja eine Leiste, wo ich dann selber hier entscheiden kann, was für Sachen ich ausrüsten will. Weil hier zum Beispiel habe ich einen Slot für ein Sturmgewehr und für eine Pistole. Ja, und ja, hier habe ich dann nur diesen einen Slot für was mit Nahkampf. Und das bedeutet halt, wenn ich jetzt den Basie mitnehmen möchte, dann kann ich keine Axt gleichzeitig hier so haben. Ich muss halt immer erstmal hier in dieses Menü dafür nochmal gehen. Und das finde ich etwas umständlich. Deswegen, das würde ich mir etwas anderes noch wünschen. Dass ich jetzt beispielsweise den Slot 1, 2, 3 und 4 selber komplett entscheiden kann, ja, was ich wohin packen möchte. Weil am liebsten würde ich es nämlich dann jetzt so machen, dass ich jetzt mitnehme hier, bei der 1 den Bogen, bei der 2 dann halt Baseballschläger, 3 die Axt und 4 die Spitzhacke. Das würde ich persönlich besser finden. So. Okay, der eine Infizierte kommt. Komm, fall um. Sehr schön. Ui, der hat Munition dabei. Schön. Die kommt mit. Und jetzt den Basie ausrüsten. Mal sehen, vielleicht hat irgendeiner von denen dann hier auch gleich sowas dabei wie eine Schusswaffe, das wäre natürlich super. Komm. Alter, mit dem Basic gehen die aber schön schnell weg. Das hätte ich nicht gedacht. So, hier muss ich einmal ganz fix ran mit der Hacke. Kommen. Und hier einmal noch ein bisschen Holz mitnehmen. Komm. Wunderbar. Und Basie wieder ausrüsten. Und dann hauen wir jetzt, denke ich, einfach mal noch ein paar Zombies weg. Weil die droppen eigentlich ganz guten Loot. Oh, Hilfe. Ja, die haben jetzt gerade ein bisschen mehr ausgehalten hier. Das hat mir auf jeden Fall gerade wehgetan. So, ich schau mir mal was zu essen rein. Kommt nochmal was direkt. Da hinten, der könnte gefährlich mir werden mit seinem Helm. Jawohl. Zurück, zurück, zurück. Und Basie jetzt nehmen und drauf da. Jawohl. So.
So, jetzt muss ich mal ganz fix hier reingucken bei mir. Habe ich etwas, was mich heilen kann? Leider nicht. Leider nicht. Gut. Ich hätte vielleicht noch was zu Hause irgendwie lassen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. So, jetzt ist der hier dran. Komm. Ja. Sehr gut. Du bleibst liegen, verstanden? Ja, die bleibt liegen. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Schießpulver. Oh, das kommt mit. Oh, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Geh weg, Omi, geh weg! Na los! Ja, ich hoffe, dass wir bald alles zusammen haben. Viel fehlt eigentlich nicht mehr. Problem ist aber hier gerade meine Gesundheit. Deswegen ich hier gerade nicht mehr so viel rumlaufen möchte eigentlich. Oh, und es wird Nacht. Ich denke, wir rennen jetzt lieber nochmal in die Basis zurück, oder? Weil ich weiß nicht, ob jetzt hier bei Nacht es in dem Spiel hier gefährlicher ist. Aber da nicht mehr so viel fehlt, würde ich jetzt einfach mal noch ganz fix hier gucken wollen. Los. Das Haus hier. Na, finden wir die letzten Teile, die wir hier brauchen, um die Mission zu vollenden? Komm, bitte, bitte, bitte. Ui, das sind Sachen, um ein Auto zu reparieren. Schön. Nur haben wir noch kein Auto. Uns mal noch den ganz großen Laden hier an. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hey, warum kann ich das gerade nicht plündern? Jetzt geht's. Jawohl, wir haben alles, was wir brauchen. Hier gibt es gerade noch mal schön viel Metall. So, wir haben da jetzt eigentlich alles zusammen. Dann können wir jetzt eigentlich zurückgehen. Wir brauchen dann nur noch mal ein paar neue Planken. Dafür rüste ich einmal ganz fix meine Axt hier unten aus und nehme direkt mal hier noch ein bisschen Holz mit. Ich könnte mir dann ganz gut vorstellen, dass als nächstes dann vielleicht Schusswaffen drankommen, weil Munition haben wir schon gefunden dafür. Und auf jeden Fall würde ich mich in der Stadt eigentlich gerne noch ein bisschen weiter umschauen. Aber hey, wir sind gerade sowieso komplett voll eigentlich. Also ich müsste wieder erstmal ein bisschen Platz bekommen im Inventar. Gleich machen wir uns auf jeden Fall noch ein schönes Bett.
Und im Übrigen, das mal noch so als kleine Info am Rande, da das hier noch keine fertige Version von dem Spiel ist, ist es hier noch so leer. Ich habe auch schon gelesen, nämlich in der Roadmap bei dem Spiel steht nämlich drin, dass mehr Orte dazukommen sollen. Also das wird dann hier scheinbar noch voller werden und so weiter. Das als kleine Info mal so am Rande. Weil dieses Spiel hier befindet sich nämlich noch in der Entwicklung. So, Moment, hier hauen wir mal mit 30 rein. Zack. Und da hinten könnte ich dann gleich jetzt mal ein paar Sachen einbunkern. Jetzt mache ich aber erstmal hier die Küche hin. So, sehr schön. Küche steht. Jetzt ist noch ein Schlafsaal hier mit dran. Sehr schön. Da kann ich mich dann auch direkt mal hinlegen. So, das habe ich mir definitiv verdient. Erhöhe die Campbevölkerung auf 2, okay. Dafür soll ich dort hinter. Gut, das machen wir dann mal eben. Aber davor muss ich halt erstmal ein paar Plätze hier frei bekommen. Weil so darf das nicht weitergehen. Moment, hier gibt es Bandagen. Jawohl. Hauen wir uns mal einen ran. So. Und hier kann ich die Sachen einbunkern. Ja, eigentlich muss ich ganz viel hier direkt reinpacken. Moment, das Steak würde ich eigentlich schon gleich mal essen. Jawohl, ne. Jetzt muss das noch nicht sein. Muss alles mal hier rüber packen. Alles mal hier rüber packen. An Zeug. Was wir jetzt gerade nicht brauchen. Ja, Munition weiß ich nicht, ob ich die jetzt mit mir mitschleppen soll. Da ist halt das Ding, ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht auf unserer Tour gleich eine Waffe oder sowas finden. Aber ich pack's jetzt einfach mal hier rein. So, auf jeden Fall habe ich dann jetzt noch schön viele Plätze frei. Und ich sehe gerade, ich bräuchte eigentlich noch mal ein paar Pfeile hier für den Bogen. So, Holzpfeile. 10 Stück mal machen. Und dann rennen wir jetzt einmal hier hinter. Und das ist ganz schön weit bis zu dieser Markierung dort hinten. Ich denke, das wird dann jetzt unsere letzte Reise hier in dieser Folge. Mal sehen. Hey, da hinten ist eine große Anlage, so wie es aussieht. Und ich will mal hier kurz reingucken. Okay, ich kann hier wieder einen Punkt ausgeben. Nehmen wir mal das mit Nahkampfschaden. Und Gesundheit nochmal eins höher machen. Sehr schön. Nebenaufgaben haben wir bisher noch keine. Und da vorne kann ich dann wohl jetzt Überlebende rekrutieren oder so. Schätze ich. Und das dort hinten sieht auch noch interessant aus.
Ui, und das hier sieht toll aus, wo hier welche leben. Ja, die haben hier echt einen tollen Ort. Schön abgesichert. Schöne Mauern überall hier und so. So, jetzt muss ich hier Leute rekrutieren. So, was ist der? Ein wenig Trinker, wenig Esser, Jäger und Bergarbeiter. Gut, den nehmen wir. Kann ich hier jeden einladen? Ah, okay, von dem kann ich Sachen kaufen. Holen wir direkt noch ein paar mehr bei uns dazu. Der ist sehr durstig und so. Ja, aber wir nehmen jetzt erstmal jeden, der geht. Okay, nee, mehr geht jetzt gar nicht. Camp ist jetzt erstmal voll, alles klar. Verstehe. So, hat einer von dem falschen Schusswaffe, vielleicht der hier? Ja, der hat eine Pistole und einen mittleren Rucksack. So, wo sehe ich denn mein Geld? Ach, da. Gut, ich habe genügend. Dann hole ich mir den Rucksack. Die Pistole hole ich mir noch dazu. Und so ein erweitertes Magazin auch noch. So. Jetzt gucke ich mal hier rein bei mir. Oh, hier ist der neue Rucksack. Der wird einmal ausgerüstet. Dann habe ich jetzt mehr Plätze. Und ich würde dem gerne den anderen Rucksack hier von mir verkaufen. So. Sehr schön. Für die Handfeuerwaffe hier brauche ich dann jetzt nur noch Munition. Aber die sollten wir in der Basis haben. So, die nächste Aufgabe ist dann jetzt auf jeden Fall hier eine medizinische Zentrale. Die sollen wir bauen. Ja, das könnte etwas schwierig werden. Wir brauchen Stoff und Altmetall. Ich glaube aber tatsächlich, Stoff und Altmetall haben wir vorhin in die Kiste gepackt. Ja, aber auf jeden Fall haben wir nicht so viel von diesen Sachen. Also so oder so müsste ich da noch was sammeln. Von den jeweiligen Dingen da. Aber ich denke auch, wenn, dann machen wir das auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge. Sondern, ja, wir sehen uns dann wieder in einer zweiten Folge zu diesem wunderschönen kleinen Indie-Spiel. Ich finde, das Spiel hat echt so seinen Charme, ja. Also, mir gefällt. Ist ganz nett, das Spiel. Und, ja. Ich hätte auf jeden Fall darauf Lust, nochmal ein bisschen weiter das Spiel zu machen. Auch wenn man sagen muss, in dieser Version hier fehlt es natürlich noch ein bisschen an, ja, Content, sagen wir es mal so. Wir speichern jetzt mal hier das Ganze. Wir gehen jetzt nochmal ins Hauptmenü und ja, jetzt möchte ich das hier nochmal zeigen. Hier sieht man auf jeden Fall, was die Zukunft für das Spiel bringt, ja. Und das steht auch nochmal da. Das ist eine Demo, die wir jetzt hier gerade erlebt haben, ja. Eine Demo-Version und der eigentliche Early Access, der kommt jetzt bald erst noch, ja. Und hier steht dann auch da, was zukünftige Pläne sind, neue Orte zum Erkunden, neue Herstellungsrezepte, Quests, Fähigkeiten und Feinde, Fahrzeuge, neue Feinschliff, neue Features für Basisbau, Einnehmen und Verwalten von Außenposten, was hier die Zukunft so betrifft des Spiels. Und wenn das Spiel in den Early Access startet, würde ich dem Spiel auf jeden Fall noch eine Chance geben und mir die Early Access Version kaufen. Die Demo gefällt mir jetzt auch schon gut. Das Spiel hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Nur muss man abwarten, was halt da dann kommt in der Zukunft. Aber mal sehen auch, ob es noch eine zweite Folge geben wird zur Demo. Ich werde mich wahrscheinlich nochmal informieren ein bisschen, ja, ob es irgendwo ein paar Infos gibt, wann der Early Access starten soll. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, die Early Access Version startet in einem Monat oder in 2-3 Monaten oder in vielleicht noch kürzerer Zeit, ja, dann würde ich sagen, kein zweites Demo-Video, sondern ja, treffen wir uns bei Taora Survival im Early Access dann wieder. Weil das Spiel hat mir gerade definitiv gefallen. Es hat seinen Charme. Schreibt gerne mal eure Meinung so zum Spiel in die Kommentare.
Und ja, falls euch das Spiel gefallen hat, dann ja, geht einfach auf Steam und packt euch das ja gerne mal auf eure Wunschliste bei euch. Denn damit unterstützt ihr auf jeden Fall auch die Entwickler. Und ja, das war's. Euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Däumchen da und tschüssi.